Der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben sich auf dem Weltraumbahnhof Wostochny im Osten Russlands getroffen. Ein vom Kreml veröffentlichtes Video zeigt, wie Putin Kim zur Begrüßung lange die Hand schüttelt. "Ich freue mich, Sie zu sehen", sagte er dabei. Kim dankte Putin seinerseits für die Einladung und den warmen Empfang. Der Kreml-Chef verkündete, dass Russland Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen werde, berichteten russische Nachrichtenagenturen. Der Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea zeigt großes Interesse an der Raketentechnologie und versucht, seine Präsenz im Weltraum auszubauen, sagte Putin demnach. Journalisten fragten, ob es bei dem Treffen auch um militärische Zusammenarbeit gehen werde. Putins Antwort: "Wir werden über alle Themen sprechen, ohne Eile. Wir haben genug Zeit." Den USA zufolge könnten die Gespräche zwischen Kim und Putin zu Waffenlieferungen aus Nordkorea für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine führen.